Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier zu Single RP, meine Freunde, mit mir, dem Jakey Gamer. Meine Freunde, ich entschuldige mich jetzt schon mal, ich bin leicht erkältet, aber leicht auch nur, deshalb geht's auch noch, aber es ist Sonntag, Leute, und, es ist Sonntag, Leute, und ich dachte mir aber, komm, jetzt ist mal Zeit. Montag kommt die Folge raus. Jetzt ist mal Zeit, dass ich aufnehme. Und ja, so. Deshalb entschuldige ich mich. Ich habe es rausgezögert. Ich bin ja am 10. Am Dienstag aus den Ferien gekommen. Und Tatsache am Mittwoch wurde ich irgendwie krank, keine Ahnung, denke ich mal wegen der Umstellung und. Ja, hier in der Schweiz ist es schon einiges kälter, vor allem am Abend, anstatt natürlich da, wo ich war. Ich war in der Türkei, Antalya, Leute, ganz schönes Wetter gehabt. Ja, aber das soll ja nicht um das gehen, das soll ja hier rumgehen. Leute, ihr habt sicherlich schon im Thumbnail gesehen, die neue Maschine ist angekommen. Und deshalb gehen wir gleich. Warum ich die Schaufel und die Palettengabel brauche, das werdet ihr dann noch sehen. Auf jeden Fall finde ich das schon mal richtig toll. Dass die Maschine angekommen ist. Ich hätte nicht gedacht, tatsächlich, Tatsache, dass die so früh ankommt. Na, no. Sieht doch, aber die wurde mit dem Kran LKW umgebracht. Die steht auf Stelzen, Leute. Und die kann wieder abgeholt werden. Es ist eine Maschine, wo ich schon ziemlich oft in Gebrauch gewesen, klar. Immer wieder sagen die, wenn man sie kaufen wollte, könnte man gleich die hier lassen. Das haben sie mir aber gesagt, das ist nicht wegen euch, also wegen mich jetzt der Vorteil. Da sagen sie jedem Kunde, wo die sie hinbringen. Und ja, deshalb haben sie es auch mir gesagt. Ich finde es trotzdem toll, dass die solche Sachen machen. Ganz ehrlich. Ja. So. Jetzt, soll es losgehen. Dann schmeißen wir ja auch gleich die gute Maschine an. Das können wir nämlich auch im Tablet machen, Leute. Weil die wird gleich elektronisch gestartet, Leute. Das ist alles kein Ding. Nein. Hier. Elektronisch gestartet. Aktivieren. Und dann geht das schon los, Leute. Also von dem her ist das relativ richtig, sehr gut. Hört, dass sie schon an ist. Nehmen wir uns mal bei Gelegenheit diese Seite weg, das kleine Puffelchen. Uiuiui. Uiuiui. Uiuiuiui. Kartoffel schwer. Alter. Cloud. Maschine. So. Pff.
gibt's auch nicht. Ach. Ich schon bei der ersten Schaufel klickern, Leute. Das ist doch nicht gut, sowas. Wenn ihr mich fragt, ich hätte nicht gedacht, dass der so schnell hinten hochkommt. Naja. Gut, mal gucken. Sehen wir auch gleich die Füllübersicht. Ah, okay. Ah, okay, verstehe. Die Füllübersicht, die ist ist nicht viel. Okay. Dass man schon mal klar ist. Die produziert aber ziemlich schnell, Leute. Jetzt schon schnell. Ja, da wird noch einiges Geklecker geben. Ja, wir müssen nicht immer putzen. Ja. Bringt, glaube ich, auch nichts. Okay, das, ich dachte nicht, dass das so lange geht. Oh, die erste Kiste ist draußen. Zweite Kiste ist draußen. Das ist, okay. Ich verstehe langsam das Prinzip, okay. Aber, es würde natürlich, glaube ich, besser gehen mit Förderbänder. Das, so geht das schon mal nicht. Also, schwer. Die Schaufeln sind sehr schwer. Okay. Okay, chill, chill, chill. Ich guck gar nicht hinterher. Das ist ja richtig durchgeschmissen. Der Vorteil bei dieser Maschine, Leute, ich erzähle euch gleich mal was über diese Maschine, deshalb wurde mir die wärmsten empfohlen. Der Vorteil ist, braucht keine Menschen. Die sortiert selbst aus. Jetzt ein bisschen ja an, aber die sortiert das alles selbst aus. Das geht alles automatisch. Was nämlich natürlich auch so ein bisschen was. Es ist natürlich nicht so, dass diese Maschine
günstig ist. Das will ich auch gar nicht, überhaupt gar nicht sagen. Können ein bisschen aufräumen da oben. Gleich weitergehen. Das könnte dauern. Aber wir werden den Händler kurz anrufen und mal kurz fragen, ob er irgendwie eine Lösung hat, zwecks Förderbänder oder sowas in der Art. Dann gibt es auch weniger Geklecker, Leute. Würde meiner Meinung nach auch viel einfacher gehen. Statt mit der Schaufel. Oder mit dem Bunker. Wisst ihr, was ich meine? Mit einem richtigen großen Bunker, wo man reinleeren kann und dann das aber hier reinschmeißt würde. Werde ihn mal anrufen und werde mal fragen, wie das so mal ausschaut. Das werden wir nachher mal tun. Kostet ja nichts, die Frage. Mal kurz gucken gehen. Da steht es auch drauf. Plus 45 für Preisbesuch. Premium Pflanz. Ah, okay, verstehe. Da kommt nicht immer das gleiche raus, was wir verstehen. Okay. Abfallkartoffeln sehr wenig. Also plus 45 ist. Ja, okay. Okay, verstehe. Jetzt hoffentlich sind die Boxen nicht so schwer. Sie sehen ziemlich groß aus. Geht noch. Ich würde jetzt nicht zwei zwingend nehmen wollen, aber. Das sieht ziemlich relativ gut aus. Sollten sogar zwei gehen. Ist nur mein Gedankengang. Okay, dann stellen wir mal Premium-Kartoffeln hier hin, dass wir nachher ein Ding haben, wo wir auch hinkommen, wo wir wissen, wie das so richtig geht. Und wisst ihr? Wo wir genau wissen, wo steht was und wo steht wie und wo steht was rum. Das sind auch nochmal Premium-Kartoffeln. Die anderen beiden Kisten sind Pflanzkartoffeln. Okay. Fällt mir. Aber mal gucken, wenn es mit dem Bunker. Also wenn es einen Bunker geben würde und wenn es nachher natürlich besser gehen würde. Also einen Bunker gibt es sicherlich. Aber ob es mit dem Bunker besser gehen würde, ich denke mal schon. Dann kann man den Bunker voll füllen. Und nachher kann man ganz einfach. Oh, Alter. Wieder plus 45. Wir probieren es mal einfach mal, Leute. Es ist für. Zukunftshalber ist das auch viel, viel besser, wenn es gehen würde. Die doppelte Lage. Wenn zwei Stück auf einmal gehen würde,
ist das nicht verkehrt herum, Leute? Müsst ihr auch verstehen. Boah, das sieht nicht so gut aus. Ah, ich dachte es mir schon. Ich dachte es mir schon, dass das nicht so gut aussieht. Boah, Alter. Schleift nur rum. Also das ist vom Negativen geplant. Das ist nicht gut. Okay. Also dass wir das schon mal wissen, dass das nicht geht. Also, Pflanzkartoffeln kommen hier hin. Auch nicht schlecht. Logisch, logisch, logisch. Okay. Nee. Hammer. Aber auch die Frage durch. Auf jeden Fall, meine Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.